ein Steckplatz neben der Safe-Tür. Jetzt muss ich bloß noch etwas Passendes zum Reinstecken finden. Das ist ja wie damals im Kindergarten. Jetzt brauche ich nur noch eine Form, die zu dem Umriss passt. Plantards Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier gewesen sein. Jemand hat ein Foto zerrissen. Wenn ich die Teile nur richtig anordne... Oh mein Gott, das kann nicht sein. Es gibt keinen Zweifel, es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Kershaw, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss und dass ich dringend George brauche. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen. Aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt. Wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Hier steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady... Sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt. Aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen.
Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown.
Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht erb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht, nachdem sie getragen wurde. Danke. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème. In Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Bozo der Clown und Seamus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch, grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Kahn an. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Was haben Sie vor, mich umzubringen?
Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Entschuldigen Sie, Sergeant. Was wollen Sie diesmal? Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stobbart, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stobbart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek national beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber... Man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord, dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Dann muss ich meine Ermittlungen eben ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Stobbart. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard. Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. Bis dann, Inspektor. Bis bald, Sergeant. Hallo? Wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Was gibt's? Der Mann, den ich suche, heißt Khan. Er hat sich hier einen Anzug gekauft. Erinnern Sie sich? Mr. Khan. Ja, ich entsinne mich an ihn. Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Es war die Treppe hoch, das zweite Zimmer auf der rechten Flurseite. Danke, Todrick. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. An einem Messinghaken hängen ein Schlüssel und ein Plastikanhänger. Das Melderegister für die Hotelgäste. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, non? Wohnt bei Ihnen ein Gast namens Khan? Non, Monsieur. Vielleicht möchten Sie mal im Melderegister nachsehen? Der Mann, der sich selbst Khan nennt, hat eine Narbe auf der rechten Wange. Vraiment? Ich sage Ihnen, ich kenne keinen Mann mit Namen Khan. Vielleicht nicht, aber mir fällt auf, dass sich sein Gesichtsausdruck geändert hat, als ich die Narbe erwähnte.
Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur.